Hier sind die EmsTV News. Heute ist Montag, der 3. Mai. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Wie gewohnt starten wir mit den aktuellen Corona-Fallzahlen. Das Gesundheitsamt meldet heute 117 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Als aktuell infiziert gelten 694 Menschen. Seit Beginn der Pandemie verstarben 178 Emsländerinnen und Emsländer im Zusammenhang mit dem Virus. Der Inzidenzwert liegt heute bei 95,1. In Kirchdorf im Landkreis Diepholz wurden am Wochenende zahlreiche Corona-Infektionen innerhalb eines Betriebes bekannt. Bei einer Reihentestung von 1011 Beschäftigten eines Spargel- und Beerenhofs fielen 87 positiv aus. Dadurch steigt der Wert der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Diepholz auf über 100. Am Mittwoch treten die entsprechenden Maßnahmen zur Notbremse in Kraft. Wie gewohnt blicken wir auf das aktuelle Einsatzgeschehen von Polizei und Feuerwehr. Am frühen Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter 23-Jähriger einen schweren Unfall in Kornau im Landkreis Diepholz. Der junge Mann geriet auf der B51 zwischen Barnsdorf und Drebber aus einer Linkskurve. Das Auto gelangte auf die Gegenfahrbahn, touchierte die Bordsteinkante und schleuderte über die Fahrbahn. Das Fahrzeug knallte gegen eine Mauer und drehte sich um 180 Grad. Die aufgeschreckten Bewohner alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die beiden Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren konnten sich selbst befreien. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Dabei wurden bei ihm 1,96 Promille festgestellt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Am Gebäude wurden Mauerrisse und stark beschädigter Putz festgestellt. Und hier geht es direkt weiter mit diesem Thema aus der Region. Bereits 2019 angekündigt, ist es jetzt für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 soweit. Sie müssen ihren alten Führerschein gegen den EU-weit einheitlichen Kartenführerschein eintauschen. Der Landkreis Emsland informiert die betroffenen Bürgerinnen und Bürger schriftlich. Der Umtausch muss bis zum 19. Januar 2022 abgeschlossen sein. Der Umtausch sollte zeitnah auf den Weg gebracht werden, denn das Fahren mit ungültigen Papieren stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann insbesondere bei Fahrten im Ausland unangenehme Folgen haben, informiert der Landkreis weiter. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website www.emstv.de. Den Storch bekommen die Menschen aus Rehde nicht nur wie hier im Tierpark zu sehen. In der vergangenen Zeit wurden sie immer häufiger im Umland des Flasis in Rehde gesichtet. Um den Vögeln mehr Brutmöglichkeiten zu geben, stellte der Heimatverein ein eigenes Nest auf. Das bietet sich hier sehr an, weil wir im Umfeld sehr viel Grünland haben und was intensiv beweidet wird und sich da auch Mäuse und Frösche und so weiter aufhalten. Im Umfeld gibt es auch wieder vernässte Stellen und das war eben die Idee. Einen Platz für den etwa 11 Meter hohen Nistplatz musste der Heimatverein nicht lange suchen. Dann haben wir mit dem Heimatverein zusammen überlegt, wo das Storchennest am besten stehen kann. Und dann haben wir gesagt, nicht direkt auf dem Hof, aber auch nicht direkt an der Straße, sondern so ein bisschen hinter dem Hof. Somit kann man das von mehreren Seiten gut einsehen. Aber es ist nicht so nah an der Straße, dass die Störche durch jeden Fußgänger, Radfahrer oder Auto oder so verscheucht werden. Auch die Gemeinde überlegte bereits, weitere Heime für den wasseraffinen Vogel zu errichten. Die Naturschutzstiftung des Landkreises Emsland unterstützte das Vorhaben finanziell. Wir haben direkt eine Zusage bekommen von der Naturschutzstiftung, dieses Projekt zu unterstützen, sich an den Kosten zu beteiligen. Letztendlich ging es dann nur noch darum, einen geeigneten Standort zu finden oder einen Partner, mit dem wir dieses Projekt umsetzen konnten. Und den haben wir gefunden mit dem Heimatverein, die mit ähnlichen Gedanken gespielt hatten. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir mit dem Heimatverein einen guten Partner gefunden haben, um nicht nur andere Naturschutzprojekte umzusetzen, sondern auch dieses schöne Storchenprojekt umzusetzen. Bislang wurde hier noch kein Brutpaar gesichtet. Doch falls in Rehde weiterhin viele Störche gesehen werden, steht die Chance gut, dass bald auch das Nest auf Jonas Schüttes Acker besiedelt sein wird. Wer als Geisterradler gegen die Fahrtrichtung auf Radwegen, Schutzstreifen oder der Fahrbahn unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.
Die aktuelle Verkehrsunfallstatistik 2020 zeigt, dass eine Vielzahl von Verkehrsunfällen darauf zurückzuführen sind, dass sich Radfahrer nicht an das Rechtsfahrgebot halten. Daher macht die Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim mit sogenannten Geisterradler-Piktogrammen auf den Radwegen auf das Fehlverhalten aufmerksam. Die Piktogramme sind natürlich keine offiziellen Verkehrszeichen, sollen aber den Falschfahrern einen deutlichen Hinweis darauf geben, dass sie nicht die korrekte Fahrbahnseite benutzen, erklärt Polizeioberkommissarin Sabine Dickeboom. Zudem wird es künftig vermehrte Kontrollen zum Thema Geisterradler geben. 1.000 Euro. Diese runde Summe geht an das Tierheim in Lingen. Verantwortlich für die Spende ist Felix Wilming. Der Gärtner hat das Geld durch den Verkauf von Jungpflanzen eingenommen. Wir haben 2015 unseren Hund Codin hier vom Tierheim adoptiert und auch in den Jahren danach habe ich immer wieder mit dem Tierheim zusammengearbeitet. Ich habe meine Ernte aus dem Gemüsegarten verkauft, dort schon mal die ersten Sachen gespendet und irgendwann kamen wir dann auf diesen Jungpflanzenverkauf. Mittlerweile habe ich hier auch meinen eigenen Gemüsegarten und so passt es dann ganz gut zusammen. Bereits im Alter von 12 Jahren zog er mit seinem Freund Marvin durch die Nachbarschaft, um sein erstes Geld mit Gärtnern zu verdienen. Das Geschäft sollte jedoch keine Früchte tragen. Bis er auf die Idee kam, selbst einen Gemüsegarten anzulegen und die Ernte zu verkaufen. Anfangs wollte niemand an seinen Erfolg glauben. Inzwischen spendet Felix für den guten Zweck. Und das waren die EmsTV News für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss.